Mäuse. Ich mache mir gleich in die Hose vor Panik. Heute ist meine Brust-OP und wir saugen das am Bauch nochmal ab. Aber ich bin innerlich so am Durchdrehen. Ich habe die letzten 3 Tage so beschissen bis gar nicht geschlafen. Heute habe ich gesamt nicht mal 1 Stunde geschlafen. Ich glaube, 1/2 Stunde. Ja, wir haben gerade 7.30 Uhr. Wir fahren jetzt los. 9 Uhr ist der OP-Termin. Ich bin so nervös, Leute, ohne Spaß. Also ich wollte eigentlich gar nicht filmen, aber ich dachte mir so, komm, mach mal kurz, weil meine Mama ist gerade noch was holen. Ich bin einfach super nervös. Der kleine Spatz hier ist auch schon am Gucken. Der ist auch ganz nervös. Ich bin innerlich echt übertrieben nervös. Und ich bin froh, dass es inshallah wirklich die letzte OP ist. Ich habe keine Lust mehr. Diese Nervosität raubt mir wirklich den letzten Nerv. Ich habe eine Beruhigungstablette dabei, aber ich traue mich irgendwie noch nicht, die zu nehmen. Ich weiß nicht warum. Ich habe voll Angst, dass mir übel wird. Naja, ich quatsche viel zu viel, lenke mich gerade ein bisschen ab. Aber ich würde sagen, wir sehen uns einfach später wieder. Ich melde mich dann auch mal. Es ist, glaube ich, 18 Uhr. Ich bin diesmal nach der OP. Mir ging es heute gar nicht gut, Leute. Ich habe mich erstmal übergeben. Dann habe ich diese Drainagen. Meine Implantate liegen auf meinen Rippen, darunter die Drainagen. Und ich muss die drin behalten bis morgen früh, bis Dr. Kadra kommt, die ziehen. Ich habe Rückenschmerzen des Grauens, die ganze Zeit Schwindelanfälle. Ich habe kein Fernsehen geguckt, ich war nicht an meinem Handy. Außer als ich vom Aufwachraum ins Zimmer gegangen bin, habe ich kurz meiner Mama, meinem Mann und einer Freundin geschrieben, die das wussten. Aber ich bin zunächst heute in der Lage. Also, ihr wisst, ich verschönere hier nichts oder so. Es ist echt extrem hart heute. Ich kann nicht alleine aufstehen. Ich komme nicht hoch. Ich bin einfach nur froh, wenn diese Drainagen draußen sind. Diese Drainagen, mich gerade. Ich schwöre, Leute, ich habe so Schmerzen. Das ist übrigens das erste Mal, dass ich Wasser trinke. Weil mir eben die ganze Zeit übel war. Habe mich, wie gesagt, 3-4 Mal übergeben und sie hatte mir eben vor, ich glaube, 1 Stunde oder 1,5 hatte sie mir was gegen Übelkeit gegeben. Irgendwie ist mir davon aber auch schlecht geworden. Ich musste mich eben richtig zusammenreißen, nicht zu brechen. Das Problem ist, ich habe richtigen Ekel und richtige Angst vorm Übergeben. Und wenn ihr gerade eh Schmerzen habt und dann euer Magen zieht sich ja so zusammen. Oh, Leute, das tut so sau weh. Oh, wir haben mittlerweile schon relativ spät. Mir geht's ein bisschen besser. Also, ich meine mit bisschen besser, dass mir nicht mehr übel ist und so. Ich habe auch ein bisschen was gegessen, ein bisschen was getrunken, eine Schmerztablette genommen. Oh, ich kann nicht mehr sitzen, ich kann nicht mehr liegen. Ich habe die Krise. Wir haben einfach mitten in der Nacht, ich glaube wir haben 11:30 oder so. Und ich fieber einfach die letzten Stunden hin, bis Dr. Kadra kommt und diese Scheiße rauszieht. Also die Drainagen und die Rückenschmerzen sind das Schlimmste. Hey Mäuse, ich habe irgendwie voll vergessen mich zu melden. Auf jeden Fall kamen heute Morgen meine Drainagen raus. Und es war okay, also angenehm ist definitiv was anderes. Aber das ist ja vor ein paar Sekunden, es ist fertig. Nur dieses Gefühl danach war ein bisschen unangenehm. Und seitdem meine Drainagen raus sind, muss ich ehrlich sagen, tut meine linke Seite sehr weh, so dieses Ziehen. Und ich habe auch Probleme mit meinem linken Arm gerade. Ich denke einfach, vielleicht war ich gestern ein bisschen zu viel unterwegs. Weil ich bin öfter alleine auf Toilette gegangen und so. Ich bin halt sehr, sehr selbstständiger Mensch, deswegen ich kriege die Krise, wenn ich die ganze Zeit eine Schwester rufen müsste. Obwohl die Nachtschwester, die da war, ist einfach mein Favorite. Ich habe sie so in mein Herz geschlossen. Ne? Auf jeden Fall bin ich jetzt bei Mama. Und werde jetzt noch was schlafen. Ich habe eben schon geschlafen, aber ich schlafe jetzt noch was. Dann nehme ich wieder eine Schmerztablette. Dann schlafe ich weiter. Und nehme wieder eine. Ich brauche halt echt viel Schlaf. Ich merke das auch. Mir fallen auch so fast die Augen zu. Deswegen, ich werde jetzt ein bisschen schlafen. An sich geht es mir aber definitiv besser als gestern. Ich habe auch keine Übelkeit mehr, konnte heute auch schon ein bisschen was essen. Also ich habe ein Brötchen gegessen, einiges getrunken
Und ich denke mal, in den nächsten Tagen geht's bergauf. Aber dauert halt immer ein bisschen, bis man sich so an die Situation gewöhnt und damit klarkommt. Und ja, ich bin einfach nur froh, wenn das Ganze verheilt ist. Ich mich wieder zu 100% wohlfühlen kann. Bin jetzt schon so gespannt, wie das Ganze aussieht. Am Mittwoch habe ich meinen Kontrolltermin. Also 5 Tage nach der OP, eigentlich nach 4, macht man den Termin. Aber meine Mama konnte erst am 5. Und alleine kann ich leider nicht fahren. Deswegen fahren wir Mittwoch hin und ich denke mal, dass sie dann Bilder machen kann. Weil ich bin so, wenn ich irgendwo eine Wunde habe oder eine OP hatte, ich kann mir das erstmal nicht angucken. Ich krieg direkt Kreislauf. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder nicht. Und das, was mir noch ein bisschen schwerfällt, ist dieses Atmen. Gerade wenn ich auf dem Rücken liege, um zu sprechen. Ihr merkt das auch. Ich kann jetzt schon mal sagen, das Bett von meiner Mama ist 10.000-fach so bequem wie meins. Mäuse, wir haben gerade ziemlich spät, deswegen flüstere ich auch. Ich schlafe heute bei meiner Mama in ihrem Bett. Vorhin war auf jeden Fall mein Mann da und wir haben zusammen gegessen, also zu dritt. Wir haben Burger gemacht, richtig lecker. Und ich habe halt das Problem mit der linken Seite, es zieht halt extrem. An sich geht es mir aber besser als gestern. Das zum kleinen Update. Ich weiß, dass man sagt, der dritte Tag ist der schlimmste. Und ja, ist es. Also, abgesehen davon, dass der erste Tag, also direkt nach der OP, für mich super schlimm war wegen dem Übergeben. Ich ekel mich halt auch nochmal vorm Übergeben. Und vor Kotze allgemein, ich finde das ganz, ganz schlimm. Aber so vom Schmerz her ist heute echt Maximum. Meine linke Seite ist so dermaßen am Ziehen. Habe richtig Probleme, überhaupt aufzustehen. Auf Toilette zu gehen. Boah, links tut übertrieben weh. Mein Arm als auch meine Brust. Ich versuche heute einfach so wenig wie möglich aufzustehen. Einfach den Tag zu überstehen. Hey ihr Mäuse, ich wollte euch ein kurzes Update geben. Mir geht es ein bisschen besser. Ich sage ein bisschen, weil meine linke Seite ist immer noch derbe am Ziehen. Ich hoffe, ihr hört meinen Mann im Hintergrund nicht schnarchen. Bin jetzt mal schnell ins Bad gegangen, weil ich wollte euch ein Update geben. Wir haben vorhin alle zusammen gegessen, also meine Mama, mein Mann und ich. Und ja, ich habe halt das Gefühl, dass wenn ich die Tabletten nehme tagsüber, werde ich so nach einer halben Stunde, Stunde sehr, 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 sehr müde. Und ich muss ja das Antibiotikum und das andere, was ich da nehmen muss, regelmäßig nehmen. Das heißt, ich nehme am Tag 5 Tabletten gesamt. Dann abends habe ich noch die Thrombosespritze. An sich geht es mir ganz gut. Ich glaube, heute war so eines mit der schlimmsten Tage. Links tut immer noch weh, aber nicht mehr so krass wie heute tagsüber, also den Tag über verteilt. Ich habe vor, ich glaube, 2 oder 3 Stunden locker meine Schmerztabletten genommen. Und ich muss ehrlich sagen, jedes Mal, wenn ich die nehme, werde ich halt müde, wie ich gerade schon gesagt habe. Aber wenn ich die abends nehme, schlafe ich kurz ein. Das ist mir vorhin auch passiert. Ich habe, glaube ich, so dann, boah, wann habe ich die genommen? Ich glaube, so ging 21, 21:30 Uhr. Dann bin ich eingeschlafen bis 11:30 Uhr. Und dann sind wir ins Bett gegangen, weil ich bin auf der Couch eingeschlafen. Mein Mann musste mir hochhelfen. Ich habe mich gefühlt wie so eine kleine Schildkröte auf meinem Rücken. Ich kam überhaupt nicht hoch. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich will diesmal allem aus dem Weg gehen, dass nichts schief gehen kann. Er musste mir dann hochhelfen und er hat ungefähr auf der Höhe von meiner Brust hinten an meinem Rücken seinen Arm reingeschoben, wenn man das so nennen kann. Und hat mich dann mit seiner Kraft nach oben gedrückt. Das ist der einzige Weg, wie wenn ich in der Position liege, dass ich gar nicht mehr hochkomme, ohne meine eigene Kraft anzuwenden. Denn wenn ich aus dieser Position hochkommen müsste, müsste ich mit voller Wucht meine Brustmuskeln anspannen und das wäre eine Katastrophe. Hallo, ihr Mäuse. Ich bin noch im Bett. Mir geht's gut. Gestern, muss ich ehrlich gestehen, habe ich, boah, wie ich aussehe, habe ich den ganzen Tag geschlafen. Und wenn ich sage den ganzen Tag, meine ich wirklich den ganzen Tag. Ich habe wirklich durchgehend von nachts bis 18 Uhr geschlafen. Habe halt zwischendurch nur meine Tabletten genommen. Und glaubt mir, Leute, das tat so unendlich gut. Also, nach gestern ging es mir heute auch wieder viel besser. Geht es mir heute auch wieder viel besser. Ich habe diese Nacht auch okay geschlafen. Ich werde jetzt noch versuchen, noch ein bisschen zu schlafen. Ja, so an sich geht es mir ein bisschen besser. Ich sage extra ein bisschen, weil es ist noch nicht so, dass ich sage,
oh mein Gott, ich kann durch die Wohnung hüpfen, ich kann alleine aufstehen. Ich kann alleine aufstehen, ja, bis zu einem bestimmten Punkt, wo ich liege. Jetzt gerade wird schon kritisch, alleine aufzustehen. Aber meine linke Seite tut immer noch relativ weh. Also die linke Seite ist immer noch so, es zieht ein bisschen, aber es ist schon viel besser als zum Beispiel vorgestern oder so. Da hat es so krank gezogen, da konnte ich ja fast gar nichts. Es wird besser. Ich denke mal, in den nächsten 2, 3 Tagen wird es auch noch mal viel besser. Vielleicht auch so, dass ich noch ein bisschen besser aufstehen kann. Morgen ist mein Kontrolltermin. Ich denke aber, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht. Ich habe hier überall, ja, wie so Klebeband. Ich weiß nicht, wie man das anders nennt. Und das geht hier halt überall lang. Ich denke mal, dass das vielleicht abgemacht wird. Ich weiß nicht, wofür das war. Vielleicht, dass alles in Form bleibt. Ja, ich denke auf jeden Fall, dass das abgemacht wird. Mal geguckt wird, dass alles okay ist. Ich werde meiner Mama sagen, die soll für mich mal Bilder machen, dass ich das mal sehen kann. Weil ich bin so direkt nach Stütz-BH aufmachen, wenn das alles noch frisch ist. Und Leute, ich bin gerade mal 5 Tage morgen Post-OP. Ist ein bisschen kritisch mit mir, weil mein Kreislauf sackt dann immer weg. Ich kann sowas dann nicht sehen. Aber wenn ich dann wieder angezogen bin, mein Kreislauf ist wieder da, kann ich mir das in Ruhe angucken. Ich bin so gespannt, Leute. Innerlich, ich bin am Ausrasten. Das Ding ist äußerlich, wenn ich so gucke, finde ich, ist das die perfekte Größe für mich. Ich kann es aber noch nicht so ganz beurteilen, weil es halt noch alles im Stütz-BH ist. Was ich jetzt schon mal sagen kann, ist, ich habe ja andere Implantate als davor bekommen. Und diese Implantate sind sehr neu. Und meine mit sehr neu, die sind relativ neu auf dem Markt, halt gut getestet und so weiter. Aber die sind halt sehr, sehr weich. Also diese Implantate sind so, als wäre es euer eigenes Gewebe. Ich hatte diese Implantate das erste Mal in meiner Hand und es hat sich so gut angefühlt. Also wirklich, als wenn es eigenes Gewebe wäre. Und daher, dass ich von Natur aus nicht wirklich Gewebe hatte oder beziehungsweise Füllmenge in meinem Gewebe, ist das hier schon mal was ganz anderes, Leute. Ich bin gerade mal 4 Tage Post-OP und das ist so weich schon. Also das, was ich hier spüre, ich drücke natürlich jetzt nicht wie eine Irre drauf rum. Aber ich habe gestern das erste Mal so ganz leicht gefühlt und es ist so weich. Es ist einfach so weich. Ich habe mich die letzten 3 Tage, glaube ich, nicht gemeldet. Es hat sich nicht wirklich viel verändert, auch vom Schmerz her. Außer, dass ich meinen Kontrolltermin hatte, wo meine Pflaster abgemacht wurden. Und da habe ich euch nicht wirklich mitgenommen. Ich habe euch eben kurz in der Praxis gefilmt, wo ich halt da war. Aber ich habe euch noch nichts dazu gesagt und ich habe mich auch mit meiner Mama darüber unterhalten, weil ich finde einfach, ich weiß nicht, ob das bei jedem da draußen so ist, aber ich finde einfach so 4 Tage nach der OP oder auch 2 Wochen nach der OP, allgemein, wenn man beim Chirurgen ist und seine Brüste, Nase oder was auch immer so das erste Mal sieht, ich kann mich dann noch gar nicht richtig so freuen. So erstens ist es für mich momentan ein ganz komisches Gefühl, wieder Brüste zu haben. Dass ich das mal so sage, hätte ich auch niemals gedacht. Aber es ist ein sehr, sehr komisches Gefühl und ich muss mich daran auch erstmal gewöhnen. Dann ist es noch relativ unangenehm. Also ich habe auf der linken Seite immer noch dieses enorme Ziehen. Heute muss ich sagen, es ist schon besser geworden. Ich habe aber gestern auch angefangen, Magnesium zu nehmen. Also das sind so Tabletten, die werft ihr in Wasser, lasst die kurz sprudeln, also wie so ein Aspirin, rührt das um und dann könnt ihr das trinken. Und das habe ich angefangen zu nehmen und ich muss sagen, es ist ein bisschen besser als die letzten Tage. Aber es ist immer noch da. Also ich habe dieses Ziehen in der linken Seite wirklich seit Tagen und ich muss sagen, die letzten 2, 3 Tage waren wirklich die Hölle. Also es war jetzt nicht so ein Schmerz, dass ich sagen würde, oh mein Gott, ich sterbe, aber es war wirklich super, super unangenehm. Vor allen Dingen, weil ich dieses Ziehen habe, egal was ich mache. Also das kommt einfach aus dem Nichts, meistens gegen Abend. Egal, ob ich mich bewege, ob ich still sitze, ob ich nur atme oder ob ich gerade irgendwas mache. Ich habe dieses stechende Ziehen wirklich aus dem Nichts manchmal. Und wenn ich dann am Atmen bin und versuche, das so wegzuatmen, ist es halt dennoch da. Und das ist halt das, was mich so ein bisschen irritiert hat die letzten Tage. Es ist vollkommen normal. Meine Fingermuskeln wurden angehoben, das Implantat sitzt auf meinen Rippen und ich bin halt Rechtshänder. Deswegen, meine Mama meinte auch, das liegt safe daran, dass du Rechtshänder bist, dass dein rechter Brustmuskel halt ein bisschen mehr trainiert ist, wenn man das so sagen kann, als dein linker, weil ich mit meiner linken Hand fast gar nichts mache. Und das muss ich auf jeden Fall mal ändern nach meiner OP, wenn ich Sport und so machen darf. Ich will auch wieder hulern, also mit Hula Hoop anfangen. Werde euch dazu auch mal ein Video drehen, weil ich einfach gemerkt habe, ich
Ich muss meinem Körper mal ein bisschen was Gutes tun. Ich habe mich jetzt fertig gemacht. Mein Mann ist noch am Schlafen. Ich habe aber jetzt den nächsten Termin bei Dr. Kadra. Heute ist nämlich das zweibrüchige Fädenziehen angesagt. Und ich freue mich ganz doll, denn heute, wenn ich nach Hause komme, darf ich endlich wieder komplett duschen und werde mein Schlitzbären das erste Mal waschen. Ich freue mich einfach so sehr. Es ist ein ganz anderes, frisches Gefühl, wenn man komplett wieder duschen kann. Und ja, ich habe mich, wie gesagt, jetzt fertig gemacht. Wir fahren jetzt gleich los. Um 9 Uhr ist der Termin. Und wir fahren jetzt los. Und ich freue mich ganz doll. Ich würde sagen, ich update euch nachher nach dem Duschen nochmal. Werde euch alles dazu nochmal erzählen. Und dann werde ich das Video bzw. den Vlog hiermit erstmal abschließen. Denn das nächste Update ist nach 4 und nach 6 Wochen. Nach 4 Wochen muss ich den Gurt nicht mehr tragen. Und nach 6 Wochen halt den Stütz-BH nicht mehr. Und ich würde sagen, dann drehe ich nochmal so ein separates Video, dass ihr hiermit so gesehen erstmal den eigentlichen Vlog seht. Und ich freue mich einfach so sehr aufs Duschen. Oh mein Gott. Das wird heute toll. Naja, ich würde sagen, los geht's und ich melde mich nachher. Hey Mäuse. Ich dachte mir, ich melde mich jetzt mal, denn ich bin gerade von dem Termin gekommen. Und erzähle euch jetzt mal so ein bisschen, weil ich will das Video gleich schneiden. Termin ist gut verlaufen, wir haben die Fäden gezogen. Es war leicht unangenehm, aber ich finde halt Fäden ziehen und Pflaster abmachen ist allgemein nicht so angenehm auf einer Stelle, die halt frisch operiert ist. Also auch nach 2 Wochen, finde ich, ist es noch relativ frisch. Ich muss halt den Stütz-BH 6 Wochen tragen. Und wir haben den nächsten Termin in 2,5 bis 3 Wochen gemacht. Also genau so ein Zwischentermin zwischen dem 4 und 6 Wochen Kontrolltermin. Aber am 21.05. muss ich den Gurt eigenständig ausziehen, weil der Termin ist nach dem 21.05. Und der 21.05. ist 4 Wochen Post-OP und nach 4 Wochen muss man den Gurt ausziehen. Das heißt, den ziehe ich dann eigenständig aus. Und ein paar Tage später habe ich dann den Kontrolltermin, beziehungsweise ich glaube so um eine Woche später. Und dann wird nochmal geguckt, ob alles in Ordnung ist. Er kontrolliert dann auch nochmal, ob alles in Ordnung ist. So kann ich danach einen direkten Bügel-BH tragen oder nicht. Er meinte, das kontrollieren wir dann bei dem letzten Termin. Und ich glaube 5 Tage nach dem letzten Termin ist 4 Tage nach dem letzten Termin ist es dann soweit und dann kann ich meinen Stütz-BH ausziehen und ich freue mich jetzt schon mega. Beziehungsweise müsste ihn nicht mehr tragen. Ich werde ihn aber dennoch über Nacht weiterhin tragen, weil ich halt durch das letzte Mal sehr, sehr Angst habe, verständlicherweise, denke ich. Und ich bin an sich schon mal sehr, sehr zufrieden. Natürlich ist es was anderes als letztes Mal, vor allen Dingen, weil ich komplett andere Implantate drin habe. Also diesmal haben wir auch runde Implantate, aber zum Thema Implantate komme ich auf jeden Fall nochmal im Frage-Antworten-Video, weil ich glaube, das würde den Rahmen sprengen. Auf jeden Fall kann ich schon mal spoilern. Ich habe andere Implantate drin und diese Implantate sind so unendlich weich und das, obwohl ich gerade mal 2 Wochen Post-OP bin. Also diese Implantate fühlen sich einfach an wie eigenes Gewebe und das ist einfach sehr, sehr krass. An sich von den Schmerzen her muss ich sagen, geht es mir seit vorgestern richtig gut. Also ich hatte vorgestern gar kein Ziehen den ganzen Tag über in der linken Seite. Gestern minimal und heute auch minimal. Also ich spüre die linke Seite immer noch so ein bisschen mehr als die rechte. Aber an sich habe ich, wie gesagt, keine Probleme. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, erstmal das OP-Vlog-Ende. Falls ihr Fragen habt und so weiter, schreibt das gerne in die Kommentare. Ich werde auf jeden Fall, sobald ich den Stützbär los bin, wenn man das so nennen kann, ein Frage-Antworten-Video machen, wo ich alle eure Fragen beantworte. Ich werde das Ganze jetzt auch nicht weiterhin vloggen, weil ich glaube nicht, dass sich viel verändert in den nächsten Tagen. Ich denke halt erst, dass das so in den nächsten Monaten, wenn nicht sogar in dem nächsten Jahr, sich noch so ein bisschen setzt. Und ich finde halt einfach, Brüste brauchen locker so 6 bis 12 Monate, wenn nicht sogar so 1,5 Jahre, bis sie so sind, wie sie bleiben. Und deswegen bin ich halt diesmal auch so krass hinterher, dass halt wirklich alles fix ist und fest ist und sich da nichts mehr bewegen kann. Ja, ich denke mal, man kann meine Angst nach meinem letzten Brustimplantat-Entnahme-Video ein bisschen verstehen und ich freue mich ganz doll. Dennoch kann ich jetzt schon mal sagen, dass meine Entscheidung, zu Dr. Kadra zu gehen, immer noch die beste war, die ich hätte tun können. Egal, ob bei meiner Nasen-OP oder auch bei der Brust-OP schiefgehen, kann immer was bei Operationen und das ist, was ich hier auch nochmal dazu sagen möchte. Ich bin hier nicht mit dem Vlog dafür da, um euch zu sagen, oh mein Gott, ihr müsst unbedingt eure Brüste machen lassen, um euch in eurem Körper wohlzufühlen. Das auf keinen Fall, also wirklich in keiner einzigen Sekunde möchte ich damit aussagen, dass sich irgendjemand, egal wo oder an welcher Stelle, operieren lassen muss, um sich wohlzufühlen. Macht das, wenn ihr euch damit gut fühlt. Ich nehme euch bei dem Prozess mit und jetzt auch mit, weil ihr auch so mit seht, es kann immer etwas schief gehen. Ich bin
unnormal happy, aber wie auch mitten im Vlog gesagt, ich kann es immer noch nicht ganz realisieren. Also ich glaube, wenn ich den Stütz-BH nicht mehr tragen muss, gerade auch tagsüber und ich dann Oberteile tragen kann, die ich die ganze Zeit wieder tragen wollte und einfach, das wird, glaube ich, einfach ein ganz anderes Gefühl. Momentan ist halt die Freude noch so ein bisschen eingedämmt durch den Stütz-BH, der aber getragen werden muss. Das ist super wichtig. Also nicht, dass ihr da denkt, oh mein Gott, nach 2 Wochen fühlt sich alles gut, dann ziehen wir den aus. Haltet euch bitte an die Vorgaben von eurem Chirurgen. Ich für meinen Teil verabschiede mich dann jetzt, würde ich mal sagen. Ich bin wie gesagt mega, mega happy und freue mich einfach übertrieben, endlich diese Last von meinen Schultern genommen zu haben mit dieser OP und mich endlich wieder wohlfühlen zu können. Dauert wie gesagt noch ein paar Wochen, bis wir da sind, wo ich sein möchte, von meinen Brüsten her, vom Stützbär her und so weiter. Aber ich freue mich jetzt schon so sehr auf die Zeit. Ja, sobald das alles um ist und der Verheilungsprozess so komplett beendet ist. Ich hoffe, dass euch der Vlog gefallen hat. Ich werde euch die Klinik von Dr. Kadra wie immer unten verlinken. Und ja, ich hoffe von Herzen, dass euch das Video gefallen hat. Und ich freue mich so sehr auf diese Dusche heute Abend. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Vergesst nicht mehr zu folgen und die Glocke zu aktivieren, um nichts zu verpassen. Denn dann bekommt ihr auch das Q&A mit. Ciao, ciao.